Das Ziel der Terroristen, der Neonazis, war es ja, ein Deutschland ohne Ausländer zu haben. Das ist ja ihr Hauptslogan. Wir wollen Deutschland Ausländer frei machen. Und das könnte man machen, indem man diese Leute eben durch solche Morde beängstigt, beunruhigt, insbesondere wenn die Täter nicht bekannt sind. Aufgrund nur der Tatsache, dass man nicht Ursprungsdeutscher ist, wird man zum Opfer und gerät ins Visier. Und daran kann man nichts ändern. Und das heißt, ich bin potenzielles Opfer in der Zukunft. Und darauf zieht ja Terrorismus aus. Ungewissheit, Angst, Ohnmacht und nichts daran ändern zu können an dieser Situation. Und darum ist es auch Terrorismus. Es ist keine rechten Anschläge. Es ist rechter Terrorismus. Weil das ist Terrorismus. So funktioniert Terrorismus. Was will man mit so einem Anschlag bewirken? Man will ja Angst innerhalb der Community schaffen und sagen, es kann euch immer wieder passieren, also verschwindet lieber hier. Aus meiner Sicht war das der Plan der NSU. Ja? Man will mit Terror, will man Angst schüren. Unsicherheit. Und das haben die deswegen gut hinbekommen, weil innerhalb der Community, sowohl innerhalb der rechten Szene, als auch hier jetzt zum Beispiel in der Kolbstraße, war ganz schnell klar, wer es eigentlich sein könnte. Ich meine, es wurden Lieder besungen. Ja? Über diese Anschläge, über diese Serie von Anschlägen und Morden. Ja? Keiner hat hingehört. Hier wurde drüber geredet, keiner hat hingehört. Was macht das bei den Opfern? Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung und total ausgeliefert zu sein. Und das war die gesamte Situation wirklich in den ersten 3, 4, 5 Jahren. Aber wenn man in die Kolbstraße gegangen ist, ich meine, ich war ja auch jeden zweiten Tag da und wenn ich mit meiner Tochter auch ein Jahr nach diesem Anschlag da durchgegangen bin, hatte man dieses mulmige Gefühl. Also es kann wieder passieren. Und das haben sie am meisten geschafft. Diese Angst in der Community und innerhalb der Menschen zu verbreiten. Und dazu kommt nochmal die Angst, dass du nachher als Schuldiger da stehst. Also es ist ein ganz perfides Ding, was da passiert ist. Ich habe den Text über die Ereignisse in der Kölner Kolbstraße natürlich auch in der Hürriyet gelesen, die ausführlich darüber berichtet hat. Und damals schon hatte ich den Verdacht, da stimmt was nicht. Also das Thema hat mich vom ersten Mord an beschäftigt. Es ging nur darum, darauf hinzuweisen, weil ich einfach auch eine Generation bin, die Solingen und die Ereignisse in Solingen in Mölln miterlebt hat. Das war ganz schrecklich für alle Türken in Deutschland damals. Und deswegen habe ich eben diese Sensibilität auch, dass etwas passiert ist, was unbedingt aufgeschrieben werden muss. Dass es auch rein theoretisch einen rassistischen Hintergrund haben kann. April 2006, es hat uns wirklich wehgetan, nicht nur an mir, sogar an ganzen Leuten, die in Kassel leben, sogar vielleicht im ganzen Deutschland, es hat wehgetan. Danach ist der Kassel sowieso tot gewesen eigentlich. Also wir können nicht mehr lachen, wir können nicht mehr spazieren gehen und so weiter. Wir haben fast zu Hause gedacht eigentlich, vielleicht durch die Angst oder was weiß ich nicht. Warum ist das sowas passiert? Wer ist der Nächste und so weiter? Solche Gefühle hatten wir immer noch gehabt. Oder solche Fragen haben wir uns nochmal nachgefragt. Wer ist der Nächste und so weiter? Ne? Und was ich damals nicht gut gefunden habe, heute finde ich immer noch nicht gut, die Presse, zum Beispiel Bild-Zeitung, haben gesagt, Dönermörder. Was für Leute sind wir denn eigentlich? Warum sind wir hier gekommen eigentlich? Wir haben den Wohnberechtigung hier und wir zahlen die Steuer und so weiter und so weiter. Dönermörder, also das ist doch Niederdrückung eigentlich von der Presse. Das ist
verantwortungslos gegenüber nahezu 3 Millionen Menschen aus der Türkei, die in diesem Lande als Teil dieser Gesellschaft in diesem Lande leben. Also mir kam das so vor, ja, von der türkischen Community oder kurdischen Community kann man erwarten, die haben ein Problem, also legen sie eine Bombe. Es, im Endeffekt steht es da, dass eigentlich die Opfer verhöhnt wurden. Sowohl die Toten als auch die Familienmitglieder. Das hat wirklich weh getan. Und damals haben wir Schweigemarsch gemacht in Kassel, von dem Holländischen Platz zum Rathaus Schweigemarsch geführt. Und es hat wirklich gut geholfen oder gut getan. Sagen, was der Hintergrund für diese abscheulichen Mordtaten in Deutschland ist. Ich weiß, dass bei Ihnen eine große Verunsicherung stattfindet, weil es eine ganze Reihe von Gerüchten gibt, die ausgewaltliche Hintergründe vermuten lassen, für die aber keinerlei Beleg da ist. Der oder die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Wie viele Hinrichtungen müssen noch vollzogen werden, bis die Täter gefasst werden? Warum wird erst nach 9 Morden mit Hochdruck ermittelt? Sehr geehrtes Innenministerium, öffnen Sie Ihre Augen, hören Sie die Trauer der Angehörigen. Versuchen Sie, sich in unsere Lage zu versetzen. Versuchen Sie, ein wenig nachzuvollziehen, was der Verlust des eigenen Kindes, der Blüte des Lebens für mich und meine Familie bedeutet. Nach dem Demo habe ich bei mehreren Presse angesprochen, bei Hessischer Rundfunk habe ich dann angesagt, ich möchte nicht laut denken, aber wie gesagt, hinter dem Sache waren dann die Nazischweine und so weiter. Ich habe gesagt, das ist doch ganz einfach, ich kenne meine Feinde eigentlich, sage ich mal so. Und das ist doch jetzt wahrgekommen eigentlich, das hat damals, habe ich so gesprochen, jetzt habe ich dann recht, wir haben jetzt festgestellt, dass sie wirklich sind. Wir haben natürlich immer wieder diskutiert, dass die Täter mit großer Wahrscheinlichkeit, 100%ig sicher können wir nicht sein, aber mit großer Wahrscheinlichkeit aus diesen Neonazis kommen müssten, kommen könnten. Mich überrascht, dass das jemand überrascht, dass ich gedacht habe, die Täter können aus den rechten Kreisen stammen. Ich habe bei der Recherche überlegt, ob ich die Polizei überhaupt anrufen soll. Ja, ich hätte gerne noch mehr zum rechtsradikalen Hintergrund gefragt, aber das hat den Ermittler sehr angestrengt und deswegen merkte ich schon, dass er auch keinen Rat weiß und wir haben das Gespräch dann so beendet. Und wenn 1,5 Stunden nach einem Anschlag SEK-Sondereinsatzkommandos in Häuser reinmarschieren von den Bewohnern der Kolbstraße, die Wohnungen verwüsten, Familien traumatisieren, ja, wenn ein direkt Betroffener, weil sein Laden genau gegenüber von dem Ort, wo es detoniert ist, von 3 Zivilbeamten interviewt wird und der Polizei sagt, das waren Nazis und der Größte von denen sich zu ihm runterbeugt und so macht und sagt, das will ich nie wieder von dir hören. Die Opfer werden schon direkt in eine Rolle gedrängt, du hältst deinen Mund, wir bestimmen, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe im April 2007 diese kleine Anfrage gestellt, woran es liegt, dass 9 Personen getötet worden sind. Und die Antworten waren mehr als, ich möchte sagen, lächerlich und ärgerlich. Wenn sozusagen die Verantwortlichkeit von sich weitergegeben wird und so getan wird, als ob das mit der Bundesregierung nichts zu tun hat, das war für mich als Bundestagsabgeordnete höchst erstaunlich und ärgerlich. Und in so einem Fall, in dem noch so viel unklar ist,
dass immer noch so eine Ruhe und so eine Stille herrscht, ist wirklich schockierend. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir irgendwie annähernd erfahren, was wirklich passiert ist. Und dass endlich mal die Opfer wirklich, und damit meine ich jetzt nicht die Toten, sondern die Familienangehörigen, ihre Genugtuung bekommen und endlich mal zur Ruhe kommen. Weil ich glaube, mir für dieses am schlimmsten gerade. Und ich glaube, ich hoffe, dass irgendwann die Aktionen so stark werden, dass wir zu einem annähernden Resultat kommen, der ja, diesen Menschen irgendwie hilft, über das, was geschehen ist, hinwegzukommen.